im deutschen Gesundheitsportal. Heute schauen wir uns mal das Sonnenlicht und Vitamin D an. Wenn Sie Schuppenflechte haben, also die Psoriasis, dann kennen Sie natürlich Vitamin D. Das ist ein ganz häufiges Thema bei allen Autoimmunerkrankungen. Und wie bei allen anderen Autoimmunerkrankungen auch, scheint auch bei der Psoriasis die Regel zu gelten, wenn man zu wenig Vitamin D hat, begünstigt das die Psoriasis bzw. kann sie auch schlechter machen. Also Symptome können dadurch schwerer ausfallen. Und Forscher haben das jetzt in einer Studie nochmal genauer untersucht und ganz interessant, eine Studie hat auch angeschaut, welche Varianten, also verschiedene Varianten von Vitamin D untersucht und wie sie sich auf die Haut auswirken. Da gibt es nämlich verschiedene Formen, die unterschiedlich gut im Körper genutzt werden können. In dem Fall haben die Forscher das Vitamin D2 genommen und da können Sie mal in die Studie reingucken. Das hatte nämlich recht gute Auswirkungen auf das Hautbild. Das heißt, wenn man schon einen Mangelausgleich, wenn man auch bei Autoimmunerkrankungen ja häufig auch eine wirklich darüber hinausgehende Nahrungsergänzung kriegt, die deutlich mehr als nur Ausgleich, sondern wirklich hochdosiert ist, dann ist es ganz oft auch interessant zu schauen, welche Variante von Vitamin D das ist. Vielleicht können Sie das auch mal mit Ihrem Arzt anschauen und sehen, ob es da vielleicht eine bessere Variante gibt als die, die Sie bisher nehmen. Und vielleicht macht das mehr Unterschied. Alles Gute!